das ist eine sehr große Rolle. Ja. Nee, Frau Süße, mir jetzt eigentlich. Ja, das war ja so meine Idee eigentlich. Ich wollte eine große. So. Ich habe unten noch so ein Buch davon. Ja. Da war so eine große Ausstellung über Esskultur. Ich dachte, da sollte man mal was draus machen. Peter war immer dagegen eigentlich. Das war ein interessantes Thema. Weil, ja, ja. Also ich dachte ganz kindlich, so, ist dein Teller leer, damit schön Wetter wird. Das Auge ist mit, wenn sie das wörtlich nehmen. Ja. So habe ich mir das endlich vorgestellt. Und das Essen spielt eine große Rolle im Leben des Kindes. Unser Kind isst schon schön. Also man kann mit Messer und Gabel essen, isst jetzt richtig. Und so. Ist mal schön, so diese Sprüche, die mein Kind hat. So. Naja. Das sollte es eigentlich werden, aber Peter war da immer dagegen. Der wollte das, weil er selber auch gern gut isst. Er wollte den McDonalds nicht wegnehmen und sowas. Ja. Keine Ahnung, da fragt. Ich wollte mich erzieherisch vielleicht mit da. Guckst du nicht oder Drehbücher geschrieben? Es ist so, ich habe halt zwei geschrieben. Immer zwischendurch? Aber es ist schwierig. Autor sein ist ein anderes Leben. Also es ist auch für die Redaktion. Die verhalten sich Autoren gegenüber anders als uns. Wir hätten schon einen Vorsprung, deswegen lasse ich uns. Ich sage jetzt, dass wir das nicht schreiben können. Hat damit zu tun. Weil eine Redaktion ist gewohnt, ein Auto abzuwatschen. Ja, da müssen sie natürlich bei den. Deswegen lassen die das alles so, wie es ist. Das Ding. Wir kriegen in der Wilmersdorfer Stadt. Und irgendwie am Ortscheidplatz auch noch das Café. Mhm. Genau, wo wir dann so trocken. Also da musste ich so viel essen, dass ich nicht mehr konnte. Und das kann mir durcheinander. Currywurst und Sahnetorte. Soll ich denn als Rezept ankommen, wenn Sie meine Pizza weglassen? Habt ihr eigentlich oft mehrmals drehen müssen? Sie wissen, wie man eine Pizza macht? Ja, ja, gerade in der Folge. Muss man auch auf Anschluss gemacht werden, dann noch ein. Ja. Hilfe, Wasser und Salz. Ein Sesamstein. Das Betriebsgeheimnis. Es ist nicht so ganz, wie ich das eigentlich mir gedacht habe. Das ist so ein Thema Essen zu behandeln. So dünn wie möglich ausrollen. Ich wollte auch schon zeigen, dass es auch schön ist, fein zu essen. Ja. Dass wir die Sitten geändert haben in der Zeit. Ja, sonst ist es gar nichts. Ja, ja. Aber es ist für uns schon typisch, sagen wir mal. Ja. Schon wieder. Hier gibt es ein hervorragendes Eis. Jetzt kommt noch Eis dazu. Von dort, ja. Tomate. Sehr aufmerksam, Mann. Sie gehen auch also so schnell. Ja. Ja. Das Eis, das Kaffee gibt es immer noch. Ich hätte da noch ein Problem. Ich habe mit einer Annonce angeht. Eine Bekanntschaftsanzeige. Ach, Frau Susemich. Ja. Ach, so lange geht das, die Folge. Da kennt die Susemich geschickt noch dazu. Auch typisch für die Folge. Dankeschön. Von Frau Süßebiel. Interessanter Name, der kam ja auch wieder. Friedrichler. Das war immer Peters. Ja. Als ich am vergangenen Wochenende. Schulke war ja auch seine Idee. Hm. Früher war ich ja nur der Nachbar. Ja, genau. Möchtest du mir vorstellen? Hast du einen Namen? Das ist ein Türschild, ja. Und Hermann müsste dann auch mal dazu kommen, weil er das ganze Namen mal gebraucht und dann hört er dann nicht mehr auf den Namen. Das ist schon sehr typisch für uns zu sein. Mir schnellstens ein Foto von mir.
damit ich mir ein Bild machen kann. Dann jetzt schick mal sein Fuß, schick mal seinen Körper. Na, erstmal macht er ja bei den Fotografen Bilder. Ja, ja. Weil er meinte ja, von wegen der kann zaubern. Ja, ja. Von mir, dann schicken Sie auch eins mit. Sie sind gut, Herr Lustig. Die Dame ist sensibel. Wenn ein Foto von mir sind, das ist ausgeführt, wo die Kanzlerin doch richtig begonnen hat. Ich verstehe auch nicht. Ach so. Sie meinen, weil sie überhaupt begeistert waren. Also die, ich habe ja mit ihr ein Interview gemacht. Die, Uschi Stark. Da ist es etwas abgerissen. Sie kauft selber noch mal als Foto bei uns. Die kommt zum Essen, irgend sowas. Das ist ein sehr typisches. Sie schicken das der Dame. Also irgendwann wird es bei mir auch so sein, dass ich per Foto auftauche. Oh. Ja. Wieso hast du die Sache? Das ist ja nicht am Ring, weil wir haben aus der Wasche. Oh nee, das ist jetzt die deutsche Spezialität. Ja. Nein. Oh Gott. Ich kann Frau Duse mir ein Foto schicken. Und wenn der Herr Bause es gemacht hat. Natürlich können Sie. Und es wird klappen. Ja. Mhm. Da kommt Frau Susan mit einem riesen Kopf, weil du so dünn bist. Das ist eine ganz witzig, die Auflösung. Das hat Peter geschrieben, das Buch. Peter ist ja unser Regisseur. Der Herr in Mantel? Ja, der lebt auf Bali. Ich kriege mal Post von ihm. So, bitteschön. Das kann man nicht. Ich hätte gerne so einen Dreifachen, bitte. Dreifach mit Fleisch? Ja. Salat, ja, Kugel, ja, damit alles. Ja. Ja, alles. Typisches. Mit alles so ein bisschen scharf, das ist immer die Frage. Wir wollen doch zum Fotografen. Ich muss mir noch schnell aus seinem Hamburger genehmigen, sonst fahre ich tot um. Und das soll so dann der Fotograf verbringen. Kleine Brötchen. Und dann mit den vielen Brötchen zwischendrin. Das kann doch nicht schaden. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Ich liebe diese Folge. Ja. Das sind so viele. Ich habe die ja nicht so oft gesehen. Na. So viel Lebenskraft. Schaut ihr eigentlich, also ist mir aufgefallen, wenn man eine Folge dreht, das ist ja immer nur stückweise, ne? Also seht ihr die Szenen am Kiosk jetzt? Also sieht man eigentlich selbst irgendwann diese fertige Folge? Oder? Also ich habe mir früher nie angeschaut. Na. Ich hatte ja auch keine Lebenszeit, die Sachen anzugucken, die ich gemacht habe. Ja. Ich habe es auch nicht für mich gemacht, sondern für andere. Mhm. Also wenn ich mal früh wach war, früher, dann habe ich mal reingeguckt, ob es überhaupt läuft. Ja. Und wenn dann noch zwei oder drei Anrufe kamen, dann wusste ich, es hat funktioniert mit der Kommunikation. Das hat mich nämlich mehr interessiert, was es jetzt läuft und dass so viele Leute das sehen. Ja. Die Folge selber hat mich nicht so interessiert. Oder eine Wiese. Ja, weil man kriegt ja gar nicht. Das Schauspieler nicht gewöhnt. Ja. Das ist ja eine eigene Sache. Ich komme mal vom Theater, da kann man seine eigenen Sachen sowieso nicht anschauen. Aber er kriegt ja gleich Feedback. Beim Theater, ja, vielleicht auf dem Buch ist ja nicht klar. Ja, du spürst es auch so. Die Kühe fragt ja keiner. Ein Zwerchfell und dann so. Die Spritzen. Die eine Spritze kriegen. Die kriegen sie nicht, weil sie krank sind, sondern damit sie nicht erst krank werden. Man ist einfach nicht gewohnt, seine Sachen zu sehen. Ja. Jetzt gucke ich schon eher mal. Jetzt interessiert mich, was Sie jetzt mit dem vorhandenen Material machen. Ja, dann kriegen Sie auch noch Schnellwuchsmittel. Jetzt natürlich jetzt auch die Mediathek, jetzt können wir ja nochmal natürlich. Auf jeden Fall auch Getreide. Also alte Folgen sehe ich ganz selten. Das ist nee, das kommt nicht zum Bäcker. Ich hatte schon öfter mal Anfragen von den ganzen Schauspielern, die mitgespielt haben, die mich gefragt haben, ob ich nicht die Folge hätte. Sie hätten sie gerne mal. Ja, klar. Wir sehen doch gleich. Jetzt können Sie ja auch die Mediathek sehen. Ja, auch so, wenn sie alt ist. Ja, gut, das ist wüsste. Jetzt ist auch neu, dass so viele Schauspieler dabei sind. Ja, die machen das früher waren es ja gar nicht so viele. Aber auch nee, das stimmt. Die man nicht so gut brauchen kann.
Und der Vulkan ist ja berühmt, den kennen wir ja alle. Ja, und genau. Ist auch eine sehr beliebte. Ja. Ist klar. Genau, und auch eine. Eine tolle Knolle oder die längste Knolle. Die finde ich sehr nett. Die ist sehr schön. Ja. Und dann kommt es viel besser. Die Berge sind so schön. Da müsst auch. In den Bergen gab es so viel zu fangen. Die Berge auch schon. Ja, klar. Den Boden. Weil jetzt mal die.